Servus Leute, willkommen zu meinem Monatsrückblick August. Ja, es ist ein bisschen mehr diesen Monat zusammengekommen im August, aber leider nicht so viel, wie ich eigentlich von mir erwartet hätte. Aber ja, Zeit muss man auch ja erstmal haben und dann bin ich auch noch krank gewesen und kommt man halt nicht ganz so zu dem, was man eigentlich wollte. Ja, ich habe darüber über dieses Buch, das ich am Anfang im August gelesen habe, kleine Rätsel auch schon gedreht, wie ihr vielleicht wisst. Happy Smack Day. Ja, Uwe Reuter Verlag und ja, hat insgesamt 444 Seiten und war für mich, so viel ich jetzt nicht erwähne, eine 4,5. Ein richtig tolles Buch, in dem es eben um die 11-jährige Tip geht und das Außerirdische die Erde besetzt haben. Richtig coole Story. Mir hat es sehr gut gefallen und ich würde es sofort wieder lesen. Kann es euch nur ans Herz legen, dass ihr dieses coole Buch mal lest. Und falls es doch nicht lesen wollt, so viel ich jetzt weiß, nicht im November, sondern eben im März kommt wohl der Kinofilm raus als 3D-Animation, also Zeichentrick 3D, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Richtig cool. Absolut zum Empfehlen. Ja, und dann wagte ich mich in die Hidden World, der Frühling. Dem habe ich glatte 5 Sterne gegeben. Hat 527 Seiten, ist aus dem Klett-Cotta Verlag von der Hobbit Presse und ist echt geil. Ja, es hat zwar nichts mit Hobbits zu tun, aber ich habe ja auch ein Rätsel über das Buch gemacht und also ich fand es richtig, richtig geil. Absolut cool. Ja, es geht um Hidden. Ja, um so 90 cm große menschenähnliche Wesen und um Jack, der ein Riesengeborener ist. Der ist eigentlich ein Hidden, der aber groß wächst wie ein Mensch. Und um die Abenteuer, die er da bestehen muss. Ich habe wie gesagt auch schon ein Rätsel darüber dreht und ich kann euch dieses Buch nur empfehlen. Es ist wirklich klasse. Ja. Und nun das dritte und leider Gottes letzte Buch, das ich im August gelesen habe und sogar noch ein bisschen im September. Aber wie gesagt, ich war Ende August, Anfang September krank und da hatte ich so eine Birne, da kommst du einfach nicht zum Lesen und kannst dich nicht so konzentrieren. Hidden World, das Erwachen. Das ist der zweite Teil eben von Hidden World, in dem es ganz schön auch wieder zur Sache geht und es ist ähnlich gut. Aber ich sag mal so streckenweise. Ne? Also wisst ihr, wie ich meine? Du liest und denkst dir, geil, und dann bist du voll im Fluss so und plötzlich bricht der Fluss irgendwie ein bisschen ab.
Und dann gibt es dann wieder so Sequenzen, wo du dich ein bisschen, nicht quälst, aber ja, wo du dich ein bisschen, ja, wo du, das, die du einfach nicht so leicht liest, einfach das, ne? Und, so, und aber dann plötzlich flutscht es wieder. Das sind, also bei Das Erwachen, das ist ein bisschen so in Wellenbewegungen. Mal war es richtig geil, dann ein bisschen zäh und dann wieder richtig geil und dann ein kleines bisschen zäh und dann wieder richtig geil und dann, ne, so auf und ab. Aber insgesamt ist es trotzdem noch, ja, 4-Sterne-Buch, ja, also 4 Sterne, die untere 4-Sterne-Kategorie, würde ich mal sagen. Aber absolut toll. Es ist eben auch ein zweiter Teil. Ja, ihr wisst selber, ab und zu haben zweite Teile ein bisschen Probleme. Aber hey, super tolles Buch trotz allem. Also, auf jeden Fall. Ja, das waren jetzt meine 3 Bücher, die ich im August gelesen habe. Mehr ist es leider nicht geworden. Aber dafür, ja, will ich euch gleich noch ein Buch vorstellen. Und ich werde das Buch ist ein quasi, ja, ein Neuzugang von mir, über das es mit Sicherheit auch noch ein Rezi gibt. Das ist richtig, ja, denn die ersten beiden Teile, Himmelstiefe und Schattenmelodie, sind immerhin eine, ja, beide so bei meinen, ja, Lieblingsbüchern. Und das ist eben der dritte Teil, Seerosennacht. Ja, und dieses tolle Buch ist eines von 5, ja, so Vorstart-Exemplaren, die ich bekommen habe. Richtig geil. Und ja, bin ich auch ganz stolz drauf. Eines von nur 5 speziellen Exemplaren. Ja, und ich bin schon so gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich werde jetzt auch gleich weiterlesen. Ich habe gestern Abend noch anfangen müssen. Ich habe zwar eigentlich keine Zeit gehabt, aber ich musste unbedingt anfangen und habe ganz in kürzester Zeit 58 Seiten noch gelesen. Und jetzt muss ich unbedingt weiterlesen, weil der Anfang schon richtig endgeil ist. Und ich mich jetzt auf das Buch absolut wahnsinnig drauf freue. Ja, ich werde euch wissen lassen, wie ich es nach Beendigung des Lesens gefunden habe. Und ja, ich würde sagen, schnappt euch ein Buch und lest mal wieder was. Ciao.